Willkommen zu Luigi's Mansion. Ursprünglich erschien es Luigi's Mansion auf den GameCube 2001. Und nun 2018 ist das auf dem 3DS erschienen. Ist ein ganz netter Port. Gut, beginnen wir mit Datei 2, denn die erste Datei habe ich schon benutzt. Ja, Luigi hat an einem Preisausschreiben teilgenommen und hat dafür eine Villa gewonnen. Und eigentlich sollte Mario schon vorausgehen, aber er ist noch nicht da. Wo ist Mario? Gut. Die Tür ist zu. Welche Tür konnte offen sein? Ein Schlüssel. Und die Tür geht auf. Ein komischer Typ.
Spaß. Wer sind Sie? Autsch, uff. Da werde ich noch eine ganze Weile schwer zu tun haben. Ich bin zu alt für diesen spukigen Unfug. Nun denn, gestatten, man nennt mich Professor Igitt. Dieses Haus, ich glaube, von Tag zu Tag spuken hier mehr Geister. Aber was hat ein junger Hüpfer wie du hier überhaupt verloren? Oho, das sieht gar nicht gut aus. Also, Kleiner, leg einen Zahn zu, mir nach. Tempo, Tempo. Luigi war der Name, stimmt's? Ich glaube, das Schicksal hat dafür gesorgt, dass sich unsere Wege kreuzen. Gut, auf abgepasst, Luigi. Wie du möchtest wissen, wo du dich befindest. Nun ja, diese heimliche Stube, die zu mir als Zentrum meiner Geisterstudien, Professor Igitts Geisterforschungslabor oder schlicht und ergreifend das Labor, falls du Abkürzungen bevorzugst. Du hast diese Villa bei einem Wettbewerb gewonnen, an dem du nicht einmal teilgenommen hast. Das klingt mir sehr verdächtig. Du bist also tatsächlich von der Existenz dieser Villa überzeugt. Höchst merkwürdig, das Ganze. Ich lebe hier schon seit ich ein junger Kerl von 20 Lenzen war. Und ich sage dir eines, diese Villa ist erst vor wenigen Tagen aufgetaucht. Die Geister haben dich zum Narren gehalten. Keine Ahnung, ob es nur ein böser Traum ist, eine Illusion oder was auch immer. Aber ich wäre nicht sonderlich begeistert, wenn ich ein Spukhaus gewinnen würde. Wo ich dich so sehe, fällt mir wieder etwas ein. Ein Kerl mit einer roten Mütze, die deiner ganz ähnlich sah, lief rauf zum Haus. Er hielt nicht einmal für ein kurzes Pläuschen und er kam auch nicht zurück. Oder habe ich das doch nur geträumt? Wie bitte? Der Kurze war dein Bruder? Oh nein, wie furchtbar! Ohne meine Hilfe hat er nicht die geringste Chance gegen diese Geister. Du musst ihm folgen. Mir kommt ein Geistesblitz. Ich zeige dir, wie du mit den Geistern fertig wirst. Und damit du deinen Bruder retten kannst, Luigi. Okay. Wähle die Art der Steuerung aus. Standard, ich das hier zu lassen. Wie eine Lichtart. Ja, Strobo-Blitz, das kenne ich aus Luigi's Mansion 2. Deswegen würde ich sagen Strobo-Blitz. Dies ist der Staubsauger, zu dem ich zur Geisterjagd entwickelt habe. Ich nehme ihn, das ist genial, Schreckweg 0816. Er schluckt alles Mögliche und unmöglich, wirf ihn mal an. Nur zur Info, die Steuerung in diesem Spiel ist verdammt schlecht. Kritik kommt erst am Ende des Spiels. Halte R gedrückt, um zu saugen und ändere deine Richtung mit Hilfe der Bewegungssteuerung.
Ganz gleich, für wie stark du deinen Bruder hältst. Geister sind recht rätselhaft. Auf herkömmliche Weise kann man sie nicht fangen. Also solltest du das Ziel einsetzen. Nur so kannst du sie bezwingen. Davor fürchten sie sich maßlos oder so ähnlich. Nun ja, was hältst du davon, wenn wir nun mit deinem Training beginnen? Geister mögen es dunkel, folglich meiden sie das Licht. Wenn du mit Hilfe von A Geister mit einem hellen Strobel blendest, sind sie kurz bewegungsunfähig, dann sofort lossaugen. Wenn du nah genug dran bist, dann halte R gedrückt und bewege das Schiebepad in die entgegengesetzte Richtung, weg vom Geist. Versuche es so doch mal. Auf diese Weise lernst du es viel besser, als wenn du mir nur beim Plaudern zuhörst. Gut, muss eigentlich gleich gehen. Spitze, genau. So wird das gemacht, Luigi. Halte B gedrückt, um dich beim Saugen mit Hilfe der Schiebepad zu drehen. Überrasche einen Geist, wenn er in der Nähe ist. Klick, klick. Und beweg dich beim Saugen in die entgegengesetzte Richtung. Verstanden? Gut, dann fängt jetzt das richtige Training an. Das richtige Training. An der Grundtechnik ändert sich nichts, wenn mehrere Geister auf einmal auftauchen. Probier es jetzt mal mit zweien. Wenn die herteleportieren, die Geister oder wie? Was soll das? Ich bin einfach erwischt. Wenn du mehrere Geister auf einen Schlag aufsaugst, wird das belohnt. Hihi. Na, mit Herzen. Gut gemacht, Luigi, aber immer schön auf der Hut bleiben. Guck mal da, sie kommen. Wie viele Herzen noch? Erfolgreiche Geisterjagd setzt die kombinierte Verwendung von Strobelblitz und Schreckweg 0816 voraus. Hast du gehört, Kleiner? Das macht ihn zu schaffen. Und wie viele hast du nun eingesackt? Wow, 10 von 10 Geistern. Ich bin entzückt, Luigi. Ich denke, du bist jetzt bereit, deinen Bruder zu suchen. Fein, fein, du bist ganz schön ins Schwitzen gekommen, was? Was hältst du von einer kurzen Verschnaufspause in der Galerie? Ich bin besonders stolz auf sie, weißt du? Galerie? Was ist denn damit? Willkommen in der Galerie. Einst hatte ich 25 Gemälde in meiner berühmten Geistersammlung. Doch nun sind nur noch die Rahmen übrig. Heiliger Bimbam, ich muss dich übrigens um einen Gefallen bitten, Luigi. Du hältst doch einen Gameboy Horror in der Hand. Er hat viele Funktionen, die dir bei der Erkundung der Villa helfen. Du kannst zum Beispiel eine Karte aufrufen oder die Items ansehen, die du gesammelt hast. Ich habe auch noch ein Teil gebaut, das weitere Funktionen ermöglicht. Aber leider habe ich es im hinteren Raum vergessen, wie scheußlich. Könntest du zu diesem Raum gehen und mir herholen?
Es muss da irgendwo sein. Drücke X, um Möbel durchzurütteln. Was in der Truhe drin? Das Teil von den Game Boy Horror, kommt es dir bekannt vor? Ja, das ist genau das Teil, nach dem ich gesucht hatte. Lass es mich kurz anbringen. Gameboy Horror. Prima, der Gameboy Horror verfügt nun über die Funktion untersuchen. Danke für den Aufwand, den du betrieben hast, Luigi. Probiere das Untersuchen mal in der Galerie aus. Drück einfach Y. Übrigens, auf dem Touchscreen sieht man halt eine Karte. Du hast noch einen langen Weg vor dir. Schlaukopf, hast du den Dreh mittlerweile raus? Das? Ein Generator. Ich frage mich, ob er den ganz allein gebaut hat. Das sollte ich wohl besser nicht anfassen. Das sieht ganz gewöhnlich aus. Ungewöhnlich gewöhnlich. Gut, wenn hier nichts weiteres in der Galerie ist, dann gehe ich wieder. Hast du deinen Hunger nach Kunst für heute gestillt, Luigi? Zurück zum Labor. Alles klar. Wo soll es hingehen, Luigi? Wow, was um alles in der Welt geht hier vor? Tschüss, mehr sind zwei Mocker. Puh, endlich die Verbindung steht. Warum guckst du so überrascht aus der Wäsche? Weil du zwei Exemplare von mir siehst. Hallo, ich bin Professor Igitt der Zukunft. Ich möchte, dass ihr etwas für mich erledigt. Ich rufe dich aus der Zukunft. Zukunft. Hihi, Luigi. Jetzt guck nicht so. Darf ich euch diesen grünen Doppelgänger vorstellen? Er ist dir sehr ähnlich. Er bedient den Schreckweg so geschickt wie du. Nur wenn ich ehrlich bin, müsste man ihn noch ein bisschen testen. Das ist der Grund dieser Unterhaltung. Ich möchte, dass Luigi von dir und meinen früheren Ich getestet wird. Könntet ihr mich vielleicht bei meinem Test helfen? Ja. Wie wär's, wenn du Luigi mit auf Erkundungstour nimmst.
gibt gut auf Luigi 8. Er brennt und schmilzt sehr leicht. Wenn er besiegt ist, kann er zu neuem Leben erwachen, so oft er will. Gib schön auf Luigi 8. Mein zukünftiges Ich meldet sich, das kommt sehr überraschend. Diese Erfindung ist beeindruckend, aber ich hätte von meinem zukünftigen Ich auch nicht weniger erwartet. Und was den Wunsch von Igitt der Zukunft betrifft, den müssen wir erfüllen. Luigi, mein Junge, wenn du die Villa gemeinsam mit Luigi erkunden möchtest, wähle Lambor ganz einfach die Option Teamspiel aus. Ja, man kann auch zu zweit spielen. Aber ich finde, ich finde das irgendwie nicht so gut. Es wird schlecht gemacht, dass man zu zweit spielen kann. In Luigi's Mansion 2 ist das besser gemacht. Aber wie gesagt, Kritik kommt erst am Ende. Gut, und wir sagen, geht's im nächsten Part weiter mit Luigi's Mansion. Dann bis zum nächsten Part. Bis dann und ciao.